Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Liga-Cast, hier mal wieder in der vierten Liga unterwegs, also in meiner eigenen Liga zu Age of Empires 3, der Definitive Edition. Und wir sehen hier Killay gegen Gaius Julius Megas, Portugal gegen Schweden und ja, an meiner Seite ist der Hannibal, grüß dich. Hallo liebe Zuschauer, servus. So, wir starten sofort rein. Kannst du mal ein bisschen was zur Karte vielleicht sagen? Kennst du die ein bisschen besser? Ja, bei der Kalifornien an sich finde ich eine schöne Karte. Viele finden sie nicht so gut, weil es auf beiden Seiten Wasser gibt. Ja, Wale sogar. Ja, Wale auch sowieso. Du hast drei Handelsposten, zwei Indianerdörfer. Das sind, glaube ich, Klamath oder Cree-Dörfer, soweit ich mich... Klamath? Ah, nee. Navajo, okay. Navajo. Okay. Du kannst dich hier eigentlich ganz gut einbunkern, wenn du in die Mitte deine Frontbase baust, sodass du dann halt durch das Zuwallen der Gebirge quasi der Übergänge im Norden und Süden dann relativ safe bist und so gute Map-Control hast, beziehungsweise deine Siedler so gut sammeln können. Also ich mag die Map, ich will die gerne eigentlich. Stimmt, eigentlich kann man sich hier echt gut zuwallen, ja. Jo. Jetzt wo ich das so sehe, das ist echt stark. Und in der Mitte könnte man eine Frontbase haben, um versuchen die zu kontrollieren und dann, ja. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Schauen wir mal, wie die beiden spielen werden. Vor allem Killay spielt mit Portugal, dann wird er wahrscheinlich jetzt nicht so aggressiv gehen. Entweder ein FF oder Semi-FF, könnte ich mir vorstellen. Und gut, der Schwede auf der anderen Seite könnte natürlich in seinem zweiten Age ordentlich versuchen zu boomen und dann Druck zu machen mit einem guten Angriff. Wenn er die Torps überall hinbekommt. Ich meine, er hat ja sozusagen hier schon mal zwei, das Anfang, hier oben noch welche. Ja, ich sag mal so, auf seiner Seite hat er auch ordentlich Minen. Ich sag mal, du kannst halt hier gerade die Expansion vom Schweden gut behindern, indem du halt gerade die untere Seite zuwallst, weil dann fehlen ihm im Endeffekt schon mal drei Minen auf der Seite von Killay, wo er jetzt quasi Minen bauen könnte. Du meinst, wenn ja, jetzt also Killay dort hier eine Mauer bauen würde? Ja, genau. Ah, okay, ja. Ja. Das stimmt, aber da musst du auch erstmal auf die Idee kommen, dass du so weit weg gehst von deinem eigenen Dorfzentrum, um dort was zu bauen. Ja, ja, willst du jetzt hier einen Schatz holen? 80 Holz. Den einen Puma da rausgeschossen. Den hier muss jetzt noch töten. Hat er da überhaupt einen Schuss abgegeben? Schauen wir mal in sein Deck. Ja. Oh, das ist ein Waterboom-Deck. Alles klar. Oh ja. Dann wäre man einen richtig krassen Water. Ja, würde sich anbieten, ne? Ja, ich muss mir auch noch auf jeden Fall Wasserdecks zulegen. Auf solchen Karten, wo du halt nicht nur Nahrung, sondern auch noch Gold bekommst, ist das echt sinnvoll. Auf jeden Fall. Ja. So. Okay. Ist da noch irgendwas? Gut, es ist halt wirklich sehr stark. Es ist sogar Walöl dabei, Schoner, Küstenverteidigung. Er holt sich auch als erstes die Schoner tatsächlich. Abdeckerei ist dabei, ist sogar hier nachhaltige Landwirtschaft. Also ein extremes Wirtschaftsdeck. Schon krass auf jeden Fall. Ja, einmal noch die 8 Armbrustschützen und hier zwei, ja gut, die Mamelucken und die Orgelkanonen noch, zwei schwere Kanonen, ja. Stark. Schauen wir mal bei Gaius Julius Megas. Aber er hat halt ein Problem, er hat halt keinen Handelsposten, gell. Der Portugiese, meinst du? Ja. Stimmt, ja. Der Schwede verliert hier seinen Kundschafter, aber nicht so weit entfernt, das ist nicht ganz so schlimm dann. Hat er schon, ja. Schwedendeck, was? Da ist aber wenig im zweiten Age und ziemlich viel im vierten Age. What the hell? Das sind, also normal hast du ja 4 Karten im vierten Age, also das sind jetzt 2 Karten mehr. Söldnervertrag Deutsche, die Mamelucken anheuern und endlich oft. Boah, weiß ich nicht, ob ich das so. Eine starke Karte. Ja? Eine starke Karte, ja, ja, auf okay. jeden Fall. Die gehörten normalerweise in jedes Schwedendeck im vierten. Aber lieber 2 schwere Kanonen als 2 Falkonette und 2 Kulverin, oder? Also, ich sag mal so, ist halt. Ich würde schon nicht mehr Kanonen bevorzugen als jetzt 2 Falkonette und 2 Kulfs. Das auf jeden Fall, aber die 6 Mams und so, das ist schon okay im vierten. Okay. Aber ja, ist halt schwierig, finde ich. Dann kannst du halt nicht so, also du hast nicht so viel im zweiten, ne? Dann musst du echt versuchen, auch ins dritte schnell zu kommen als Schwede. Ja, ja, das ist ja so. Allerdings, 600 Holz zum Beispiel fehlen im zweiten Age. Das ist richtig, dafür würde ich halt zum Beispiel im dritten die 8 Karoliner rausmachen. Stimmt, die 8 Karoliner sind ein bisschen unnötig, finde ich jetzt auch. Also das braucht man, denke ich, nicht unbedingt. Ja, interessantes Schwedendeck, okay. Gut, ja, er hat jetzt hier schon 3 Torps, aged auch schon. Er schickt jetzt, denke ich, die ersten Siedler los. Er schickt die sogar an den Minen hier überall vorbei. Er will wahrscheinlich gleich an diese Mine hier. Weiter Laufweg natürlich.
Und der hier läuft wahrscheinlich an die Mine ran. Also er will gleich die Minen, die weit von ihm weg sind, mit Torps zu pflastern scheinbar. Okay. Ja, muss halt jetzt schnell einige Torps rausbekommen. Schauen wir mal rüber zu Killay. Wo baut er sein Dorfzentrum? Wahrscheinlich an der Küste, oder? Will er das? Oder vielleicht hier so bei der Herde? Hätte wahrscheinlich da direkt an die Küste würde ich. Ne, er sitzt da unten in direkt an die Küste, schau. Ja, tatsächlich, direkt an der Küste, ja. Er will das wirklich hier verteidigt haben, weil falls. Ja, stimmt. Der Schwede hat jetzt natürlich kein Anti-Water-Deck gepickt. Der wird den Portugiesen wahrscheinlich völlig auf Wasser gehen lassen. Ich davon aus, ja. Was natürlich ziemlich bitter ist, weil wenn der Portugiese einmal ordentlich auf Wasser geht und es durchhält und verteidigt, dann ist es halt Ja. ziemlich GG. Das hatte ich vor kurzem auch erst gehabt in dem Ranked Game. Das ist halt dann richtig krass. Dann kann der Portugiese halt langfristig Age 5 gehen und du bist noch irgendwie in Age 3 unterwegs. Einfach weil die Wirtschaft so krank ist. Vor allem mit den Upgrades. Also selbst normal wäre das schon stark, ohne, aber wenn er da sich noch alles schickt. Also, er wird nie wieder Goldprobleme haben. Das ist halt dann sehr strong. Baut auch gleich zwei Häfen, hat die Schoner schon, baut die Schiffe. Also richtig schöner Waterboom hier mit dem Dorfzentrum defensiv. Hat jetzt hier auch Holz, 700 Holz sich geschickt. Ah ja, hier will er sich jetzt einen Schatz holen, 60 Holz. Ja, also der hätte das sehen können, aber sein Kundschafter liegt immer noch tot da. Er baut jetzt hier eine Kaserne. Ah, jetzt die ersten Torps, die er hier jeweils errichtet. Genau. Ein bisschen wenig Nahrung jetzt für die Carolina gleich. Auch noch keinen Marktplatz. Ist die Frage, wann Ja man den gut, als Marktplatz als Schwede. Schweden baut. Was wäre denn da deine. Schwierig. Ja, also ich würde schon erst sehen, dass ich auf jeden Fall Blaubeeren vorher habe, bevor ich einen Marktplatz baue, glaube Okay. ich. Ja. Ja gut, da muss ich jetzt erstmal eigentlich noch Hüttenwerk Engelsberg schicken, oder? Ja. Und dann die Blaubeeren. Genau. Ja. Also jetzt erstmal noch schön viel Torps bauen. Holz ist jetzt da, das heißt, jetzt kann er gleich richtig loslegen, noch die Torps zu bauen. Da musst du halt auch schnell micron, dass du die natürlich jetzt möglichst überall schnell hochziehst. Das ist. Was natürlich das Problem ist, du siehst halt, dass ein Kundschafter der ist da und er hat halt nichts erkundet. Also er sieht die Goldminen im Norden nicht, also er weiß nicht, wo er da hinlaufen muss. Das ist halt auch immer so eine Sache als Schwede irgendwie, ne? Das ist ein Riesenproblem und er sieht auch nicht, dass da hier voll auf Water geht, der Portugiese. Also, der wird hier jetzt richtig schnell mit den Punkten auch hochgehen. Er hat jetzt schon 28 hier bei der Siedleranzahl. Ja, ist einfach nur sehr strong. Boah, das ist halt. Aber wie. Was, also. Wie willst du. Du musst ja wirklich ein Anti-Water-Deck haben, sonst hast du. Und selbst mit dem Anti-Water-Deck, wenn er sich jetzt irgendwie zwei Karavellen schickt, dann hast du hier ein Dorfzentrum an der Küste. Das kannst du auch nicht angreifen. Und die Fischerboote gehen in die Häfen rein, also keine Chance. So, der Kundschafter könnte. Ja. Die haben schon extra diesen Befehl, dass sie schneller rennen, aktiviert. Die müssen jetzt schießen. Schuss. Und er ist tot. Ja. Das haben sie geschafft. Oh! Er geht auf Doppel. Boah, okay, jetzt ist er aber gierig, der Clay, Alter, krass. Er geht einfach auf der anderen Seite auch auf Wasser. Ja, das ist halt das, was ich gemeint habe im Endeffekt mit der fehlenden Map-Control auf Baja California. Ist es halt wirklich, wenn jemand auf Wasser geht und das gut macht und du siehst das und der Schwede, der tut halt einfach gar nichts erkunden, Ja, geht jetzt dann ist H3 es auch. halt das Game dann ruckzuck vorbei auf Baja California. Ja, Minute 7, H3 baut jetzt eine Kaserne. Der Schwede hat auch noch nicht. Ja, doch, jetzt kommen mal die ersten 5 Karoliner, aber halt in Anführungszeichen nur 5 Karoliner. Es ist jetzt kein Rush. Also, er hat die Kaserne in seinem Dorfzentrum gebaut oder in seinem Dorf. Nicht sehr offensiv irgendwie am Handelsposten hier. Hätte man ja auch machen können, um wirklich krass versuchen zu rushen. So, jetzt müssen hier mal ein paar Siedler ins Dorf sind, aber das stört halt den Portugiesen überhaupt nicht. Also. Was der sich alles schicken kann dann, ne? Ja. Die vier Mamelucken, der wird bald in Gold nur so schwimmen, wenn er noch mehr. Also gut, am Anfang wird er jetzt wahrscheinlich krass auf Nahrung gehen. Mit seinen Fischerbooten auch. Weil er wahrscheinlich viele Siedler haben möchte. Ja, genau. Hat er sich denn hier schon C-Upgrades geschickt? Nee. Die Ressourcen vor allem. Boah, die Dorfbewohner. Hatten mal kurz hier keine Zeit zum Sammeln. Wie viel Torps haben wir denn? 140 Bevölkerung ist schon mal nicht schlecht. Also hat. Ach, kann er hier doch? Irgendjemand hat man gesagt, mir gesagt, dass man keine 5 Torps mehr bauen kann, Nee, angeblich. haben wir auch nicht. Vier. Was sind doch hier? 3, 4, So weit. 5. Ja, aber das eine sammelt ja nicht. Aber das eine sammelt nicht am Gold.
Das andere auch nicht. Die sind zu weit weg. Lol, okay. Das sammeln nur zwei Stück am Gold gerade. Oh, ja, Das stimmt. ist richtig be. Hä? Wieso sammelt denn das bitte nicht am Gold? Also, das ist doch jetzt so nah dran trotzdem. Gute Frage. Also, das ist ja lächerlich jetzt vom Spiel, würde ich mal behaupten. Also, da würde ich mich als Schwede ärgern. Hier haben wir eins, zwei am Gold, drei am Gold. Nur drei am Gold. Auch zu weit weg. Krass. Also, das ist ja richtig bitter. Da fehlt dir halt echt Gold ohne Ja. Ende. Das ist wohl so, da hast du recht. Okay. Ja, die Carolina versuchen jetzt hier mal ein bisschen zu kommen, ein bisschen Druck auszuüben. Es kommen halt Fischerboote ohne Ende. Ja, Carolina können nichts machen. Ja, die suchen jetzt Siedler. Der braucht halt auch kaum Siedler jetzt eigentlich, der Killer, ja. Er baut nicht mal auch Siedler in sein Dorfzentrum, fällt mir gerade auf. Er hätte die Nahrung dazu, aber macht er nicht. Vernachlässigt jetzt auch gerade so ein bisschen den Boom, also bildet keine Fischerboote mehr aus. Ja, gerade gar nichts mehr von den Sachen. Also Siedler und Dings nicht. Er baut jetzt sein Dorfzentrum defensiv hier noch dazu. Also nicht irgendwie auf Map Control. Ja gut, die Carolina 5 Stück gegen das Dorfzentrum da unten. Das wird ein bisschen dauern. Er baut hier jetzt ein Torp hin neben. Warte mal, mal kurz schauen. Ja. Und jetzt hat er es halt entdeckt. Und da sieht er jetzt auch den Hafen. So, hier haben wir jetzt natürlich schon eine Masse an Cazadores, Musketieren. Die können jetzt hier die kleinen Carolina-Angriffe zurückschlagen. Theoretisch kann er auch hier alle Torps langfristig einreißen. Ja, er muss jetzt hier auch schon sich zurückziehen, der Schwede. Punktetechnisch 1000 Punkte vorne, der Killey. Aber aktuell nur 30. Also er hätte das jetzt noch ein bisschen krasser machen können, finde ich. Indem er noch Siedler auch baut durchgängig. Die Nahrung hat er ja. Hat jetzt hier einen Ja, auf Siedler jeden Fall. bekommen. Ja gut, er reißt jetzt die Torps ein. Also das war halt ein bisschen. Also, das war ein bisschen, weiß ich nicht, wieso baut man so nah am Gegner die Torps? Die werden doch sofort wieder eingerissen. Da baue ich doch lieber erstmal hier die zwei Minen noch, oder nicht? Ja, oder oben im Norden auf jeden Na Fall. gut, das hat er wahrscheinlich nach wie vor nicht gescoutet, ne? Na doch. Der baut er jetzt auch, ja. Und hier kann er auch noch bauen, ja. So, die werden jetzt eingerissen. Ja, Killey spart wahrscheinlich einfach auf H4 jetzt. Deswegen baut er wahrscheinlich auch keine Siedler. Eigentlich könnte er mit seinen Siedlern jetzt schon noch voll auf Holz gehen. Also könnte er sich total leisten und noch mehr Fischerboote bauen. Auf jeden Fall. So, hier ist das Torp auch gleich down. Wir sehen jetzt hier keine krassen, irgendwie spannenden Kämpfe auf jeden Fall. Die Mamelucken kommen sogar. Bei Killer jetzt. Er aged gar nicht ins Vierte. Er wollte wirklich nur die Mamelucken holen. Für 1000 Gold. Aber hatte er nicht noch mehr Nahrung? Wo ist denn die Nahrung hin? In die Casadores? So teuer. Sind die so teuer? Doch kein H4. Hätte er auch theoretisch machen können. So, wir haben jetzt eine Minute 11. 150 Bevölkerung. Ja, er müsste halt schnell noch hier die Mine zubauen. Ich weiß nicht, was der Killer im Moment so treibt irgendwie. Also jetzt im Moment gerade wirkt so ein bisschen planlos. Er hat noch jetzt seinen Punktevorsprung verloren. Jetzt bildet er Stimmt. wieder Fischerboote aus und die Mems, das ist natürlich schon stark auf jeden Fall. Allerdings, er hat hier den Megas unnötigerweise wieder zurückkommen lassen. Also er hätte das. Ja, er ist jetzt sogar im dritten der Megas, genau. Ja. Und holt sich sofort auch jetzt die Falkonette. Also er will jetzt gleich mal einen Push wagen. Baut auch noch eben Caroline aus. Genau, hat auch eine Geschützgießerei gebaut, okay. So, aber anstatt jetzt hier übrigens die Tops weiter einzureißen, möchte jetzt tatsächlich Killey pushen mit seinen Mamelucken zusammen. Gut, aber wenn der halt eine Masse an Carolinern hat, na, das ist halt leider keine Masse, das sind 13 Carolinern, das ist halt das Problem. Jetzt sind es 18, aber eigentlich nach Minute 11, wäre schon gut, so 25 zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall, also Oder vielleicht sogar 30. eher 30. Ja, 30. Und jetzt kommen gleich die Falkonette. Das Problem ist, die Mamelucken haben ordentlich Leben. Wenn die dann da zu den Falkonetten vorstoßen und die Carolinern nur so wenige sind, die können die halt nicht so schnell abschießen. So. Hier, oh Gott, da gehen wahrscheinlich zwei Siedler mindestens down. Die Mamelucken töten oben auch noch Siedler. Oh, das ist jetzt bitter. Zwei sterben. Ja. Drei, vier sterben. Und er merkt es nicht. Fünf sterben. Sechs sterben. Sieben, Ja, glaube damit ich. ist das Game Acht. over auch. Neun. Neun oder zehn Siedler, die einfach down gehen und er merkt es nicht. Und jetzt kommt das Falconet erst langsam. Krass. Okay, das ist jetzt bitter. Also ich meine, er konnte wieder gut rankommen jetzt, weil ihn der Portugiese hat lassen. Aber jetzt halt so alle Siedler zu verlieren. Ich meine, er hat Vor allem jetzt sie 17 einfach nicht mehr Siedler wegzuziehen. zu Ja. 35. Genau, wieso zieht man die nicht weg? Also, er hat ja gemerkt, dass er angegriffen wurde. Das ist jetzt ehrlicherweise bitter.
Aber vor allem hier jetzt Killer greift gar nicht an, ne? Der hat jetzt gedacht, ja geil, neuen Siedler, passt, muss ich nicht angreifen. Kann weiter boomen. Ja. So, 160 Bevölkerung. Komm, hier kann man noch ein Allerdings paar Tops hin. Allerdings jetzt die auch die Handelsroute unter Kontrolle. Stimmt, dreifach, ja, okay. Dragoner kommen jetzt beim Portugiesen noch dazu. Ja, die Falkonette haben hier gut geschossen. Gut, da werden jetzt versuchen, die Mamelucken versuchen da jetzt wahrscheinlich reinzugehen. Mit den Dragonern. In die Falkonette, oder? Ja. Würde ich zumindest sagen, ja, der Schwede ist doch komplett. Die gehen sogar erst auf die Lederkanonen, weil die wahrscheinlich wenig Lebenspunkte haben, kriegen sie die schnell down natürlich. Ja, und da werden natürlich die sofort down gemacht, die Falkonette. Keine Chance. Die Lederkanone hat er ein bisschen vergessen, aber da kann er jetzt noch drauf gehen. Ja, also die Armee von Schweden ist down. Ich weiß nicht, der muss, also gut, er hält seine Kaffee noch richtig gut zurück. Da sieht man wieder, im Kämpfen selbst ist Killer schon echt gut erfahren, finde ich. Also er riskiert jetzt hier nicht mal krass seine Kraft zu verlieren gegen Carolina, sondern zieht die ein bisschen zurück und jetzt lässt er sie erst reingehen, während seine Casadores die schon klein gemacht haben. Ja, jetzt kommen halt nochmal 10 Carolina raus und eine Lederkanone. Da müsste halt, jetzt kommt jetzt der Schnappschloss. Da wäre halt jetzt irgendwie eine Armee besser gewesen, so Jäger oder 9 Carolina. 9 Carolina, irgendwas halt, der hat ja jetzt im Endeffekt nichts mehr, oben sterben die Siedler auch wieder gleich. Also. Ja, Schnappschloss bringt halt nichts in dem Fall jetzt. Hätten wir vielleicht nochmal abbrechen können. Aber ja, gut, die Minutemen haben es auch versucht. 2 Lederkanonen schießen natürlich nochmal gut in Casadores rein, aber es sind immer noch 2 Mamelucken. Halt, er macht halt einfach nichts gegen die Mams. Er läuft da nicht rein, er läuft da nicht in den Nahkampf, er schützt die Kanonen nicht. Und ja, wenn du so viele starke Einheiten hast, die im Endeffekt über 1000 Hitpoints haben, das ist halt im Endeffekt, keine Ahnung. Also das sollte man auf jeden Fall besser machen als das, was wir hier sehen. Ja. Also, und er hat jetzt gar nicht so krass geboomt, ne, er hat es, oder was ist denn das, die Dorfbewohnerzahl, ist das jetzt die, ne, das ist nur die Siedlerzahl, oder ohne Schiffe? Ne, das ist alles, ne, also... Schon, ne, dann hat er aber doch nicht so viel gebaut, dann hat er, kann es sein, dass er gar keine Siedler wirklich mehr, jetzt baut er wieder Siedler, aber 35 finde ich dann schon ein bisschen wenig dafür, dass er so krass... Sehr unregelmäßig auf jeden Fall, ja. Also ich meine, der hat ja jetzt 3 Häfen, ne? Man muss halt sagen, im Endeffekt, dass der Kille dieses Spiel hier jetzt gewinnt, töst wahrscheinlich, so sieht's ja aus. Ja, ja, das ist eindeutig, denke ich. Liegt halt einfach und allein daran, dass das Megas der schlechtere Spieler ist. Also das ist nicht böse gemeint oder abwertend, aber es ist halt nun mal einfach so. Gegen einen Spieler, der jetzt hier regelmäßig Siedler ausbildet und so weiter und so fort, da sieht's halt für den Kille auch wieder schlecht aus, gell? Weil mit 35 Siedlern als Portugiese aus 3 Dorfzentren nach 14 Minuten, da kann man auch gut und gerne von schon 80 haben oder 75 Siedler. Ja, mit den Häfen halt auch noch, ne? Mit dem, genau, das kommt noch hinzu, also dann kann man auch schon bei 90 sein, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt halt. Also er wird das Spiel gewinnen, klar, aber halt einfach, weil Megas da nicht dagegen halten kann. Also er hat so einen leichten Portugiesenboom hingelegt. Ganz leicht, ja. Ganz leicht. Aber es hat halt gereicht, genau. Jetzt kommt nochmal ein Falconet raus, aber da fokussiert sich natürlich sofort die Kraft drauf. Der eine Mameluke alleine, zack. Immer noch halt, ja, das ist halt... Macht's down. 34 Angriff. Hat immer noch 340 Lebenspunkte, ne? Ja. Und schau mal, diese 4 Mams... Broken Ziff. Hat der Broken Ziff? Nein, das ist ganz... Was ist denn bitte Broken Ziff? Portugal? Ja, also das ist... Das ist doch eher Schweden, also wenn man es objektiv betrachtet. Also guck mal, der Kille hat jetzt hier mit 4 Mems im Endeffekt, glaube ich, 5 oder 6 Lederkanonen, 4 Falkonette zerstört. Der Kampf lief halt einfach wieder echt ungünstig hier. Gaius Julius Megas als Schwede hatte halt, also der hat eigentlich den Portugiesen ausgeboomt. Ja, ja. Das ist ja das Bittere eigentlich, dass der fast 3000 Ressourcen mehr hatte. Aber halt militärisch hat einfach Kille wieder besser gespielt und beziehungsweise Gaius Julius Megas etwas schlechter, ja. Ja, es ist halt, da braucht man halt dann nicht zu schreiben, Broken Ziff, da muss man die Fehler dann halt schon bei sich selbst suchen, irgendwie halt, ja. Hier, von 25 Siedlern halt runter auf 17, das war halt bitter. Aber hier, wir sehen es ganz lange, hier keine Siedler oder irgendwas gebaut, hier nichts gebaut, gut, das war dann drittes Age, aber hier nichts. Hier, er hatte 35 und dann hat sich Killer gedacht, ja, das reicht mir. Und dann hat er nichts mehr. Ich muss ja sagen, ich selbst bin ja leider auch jemand, der es nicht immer perfekt schafft, weil er überfordert ist mit dem Kampf oder so, dass immer der Siedler im Queue ist. Aber ich versuche schon natürlich auch darauf zu achten, dass es so eine lange Zeit nicht gibt. Vor allem als Portugal, da willst du ja gerade richtig krass mit der Wirtschaft abgehen. Auf jeden Fall. Genau.
Ja, und hier sehen wir dann, also größere Armee bei Killay, konnte die Armee vom Schweden klar down machen. Ja, und hier Rohstoffsammelrate. Da hat ihn halt Gaius. Julius Mega ist einfach überholt mit seinen Torps. Ohne, auch obwohl er Siedler verloren hat, mit den Torps einfach krass trotzdem die Wirtschaft gehabt, aber ja, nicht so die beste Armee dagegen gepackt. Also er hätte einfach die Kanonen, die waren schon eine gute Idee, die hätte er besser beschützen müssen mit den Karolinern, eine Masse mehr an Karolinern rausbringen. Kanonen machen die Castadores down und die Karolinern können die Dragoner down machen. Oder eben vor allem am Anfang natürlich die Mamelucken, wenn die kommen. Ist jetzt in dem Fall nicht geschehen. Damit gewinnt Killay dieses erste der zwei Spiele. Und wir machen auch direkt weiter, würde ich sagen. So. So, wie heißt die zweite Map? Moment, ich schaue gerade nach, kein Bayer, Augenblick. nee, Gran Chaco war das, ne? Ja. Gran Chaco, genau. Dann gehen wir doch da rein ins zweite Game. Mal schauen, mit welcher Nation jetzt gespielt wird. Vielleicht jetzt mit. Oh, okay. Es wird nicht mit den Schweden bei Killay jetzt gespielt. Also die spielt er auch nicht immer. Sondern Killay spielt jetzt mal hier die Russen gegen USA bei Gaius Julius Megas. Russen gegen USA. Okay, das ist eine ganz interessante Sache. Beide spielen nicht unbedingt so hart auf Kaff. Beim Russen hast du am Anfang halt noch die Kosaken. Wenn der USA-Spieler natürlich sehr stark auf die Staatsmilizionäre geht, dann sind die Kosaken sehr wertvoll, die du dir auch aus der Heimatstadt schickst. Ja. Das könnte echt, und Killer könnte jetzt natürlich hier auch einen guten Rush hinlegen. Schauen wir mal, ich bin gespannt, wie das jetzt hier gespielt wird. Ja, wir können uns erstmal die Map vielleicht anschauen. Ui, das ist ja eine schöne, ordentliche Landmap. Viele Guanacos, Herden. Einige Minen, die so verteilt sind. Und was haben wir hier? Tupi. Tupi-Indianerdörfer. Jawohl. So. Jetzt wird hier fleißig erkundet. Bei der Genau. Map ist halt grundsätzlich, kann man sagen, ist immer wichtig, dass man versucht, sich die 8 Lamas zu holen an den Seen auf jeden Fall. Ah, die sind Im immer an den Osten und im Seen. Westen. Ja, Das ist genau. gut zu wissen, ja. Die sind immer an den Seen und die guten Schätze sind ziemlich in der Mitte auf jeden Fall. Gibt ja noch ein paar in den Außen, also auf jeden Fall sollte man 70 Kanchako immer Holz, ja. gut erkunden, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Ach, schau mal, hier versucht schon Killer den zu holen. Und Gaius Julius Megas läuft einfach ohne Interesse dran vorbei. Ja. Hat er wahrscheinlich leider nicht gesehen. Weil er wahrscheinlich in der Wahrscheinlich Wirtschaft nicht. unten war. Ja, gut, man will jetzt auch nicht das verhauen. Das kenne ich auch. Weil, wenn du halt dann einmal beim Schatz bist und du konzentrierst dich voll auf den Schatz, dann vergisst du am Ende zu agen, das hatte ich schon. Oder Das hatte ich vergisst hier auch die schon. drei Couröre zu holen. Das ist ganz schlimm eigentlich. Also, ja. Es ist schade, den hätte er hier locker irgendwie stehlen können oder den Killer hier angreifen können, aber er läuft halt einfach genau. Er holt sich jetzt den Schatz. Holst jetzt den Schatz oben 40 drüber, Münzen. ja, das ist halt. Um, 70 Holz ist da schadendes schon. Holz für die USA. Ich meine, Ja. wir haben ja eben das Deck gesehen mit den spanischen Einwanderern. Stimmt, spanische Einwanderer. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, ob er die auch wirklich spielen wird. Damit natürlich eine sehr aggressive Möglichkeit mit den Pikes zu spielen. Mit, ja. Ich Mal spiele da gucken. ja gerne mit auf jeden Fall. Da ist halt dann jeder Schatz auch wichtig im Endeffekt und 75 Holz ist halt sowieso Premium, gerade Ja. bei so einem Start. Ansonsten, ja, zum Beispiel auch Hamiltons Wirtschaftstheorien sind dabei, Langwaffen sind dabei. Oh ja, hier haben wir Pulakis Legion, die Chapkas und sogar Apachenspeer, Apachen Kriegerclans, okay. Das sehe ich nicht so oft. Nee, das sehe ich auch nicht so oft. So, der Kundschafter hier schießt einfach mal auf den Siedler, alles klar. Schauen wir mal hoch zu Killay und den Russen. Distributismus klassisch. 700 Nahrung. Sieht man bei manchen Russen, aber nicht bei allen. Ansonsten klassisch die Armee. Das hier verstehe ich jetzt wieder nicht. Ja. Fechtschule und Duellschule. Verstehe ich auch nicht, aber das Schlimme ist, ich sehe das halt bei vielen Spielern, die so in dem Elo-Bereich sind. Ich weiß nicht, woher das kommt oder warum die Spieler Also ich muss glauben, dass sagen, man das entdeckt früher haben hatte ich das müsste. auch echt oft drin noch in meinen Decks, ne? Aber irgendwann habe ich dann halt auch dazugelernt. Und vor allem bei eins, also bei Ja. Team, ich finde bei Teams ist es durchaus legitim, aber vor Ja. allem bei einem 1 versus 1 sehe ich den Nutzen überhaupt nicht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und vor allem halt beide Karten. Also wenn, dann hätte ich gesagt, okay, die eine, aber hier die Duellschule noch. Nee, 25%, also sehe ich was bringt dir das genauso. noch? Ich weiß nicht, was habe ich dann noch im zweiten bei einem Russen dabei?
Was hat man denn da standardmäßig noch? Ich Naja, glaube, du kannst Gewürzhandel auf jeden vielleicht. Fall, das weiß ich jetzt nicht, aber du kannst halt auf jeden Fall noch andere Sachen mitnehmen, wie jetzt zum 600 Gold. Beispiel 600 Gold oder sowas, ja, oder die Kirchenkarte vielleicht, ein Arsenal oder Ja, sowas, irgendwie Arsenal. sowas halt in die Richtung, ja. Ja, das stimmt natürlich. Aber interessant. So, hier kommen schon die Lamas. Zwei Stück. Ja. Okay, wie sieht's hier unten aus? Es wird geaged bei Killay. Und ja, knapp hinterher Gaius Julius Megas. Relativ spät beide, oder? Denke ich. Also klar, USA sind immer ein bisschen später dran, aber auch der Russe. Gefühlt ein bisschen spät. So, hier will er gleich wahrscheinlich. Oh ne, er will wahrscheinlich mit 30 Siedlern gleich ein Blockhaus irgendwo bauen, wette ich. Er hat auch schon hier 300 Nahrung gerade. 300 Holz, meine ich. Ich bin da Das tatsächlich ein macht ja Sinn. Russenspieler, der gerne einen Marktplatz baut und Jagdhunde sich schnell holt. Weil du halt sehr viel Nahrung, finde ich, brauchst als Russe, aber das Ja, macht ja. nicht jeder. Sollte man aber schon tun, sehe ich auch so. Okay. Das ist gut zu wissen. Das muss ich. So, Also genau. klar, Hier baut das man sollte Blockhaus. schon als erstes das Blockhaus bauen, dass man irgendwie direkt was machen kann, das schon, aber das zweite Gebäude soll dann schon irgendwie ein Ja, Marktplatz ich sag mal, sein. bis die Siedler vorlaufen, in der Zeit hast du nochmal so viel Holz, dass du beides bauen kannst. Also Marktplatz zu Hause, um schnell Jagdhunde zu haben und gleichzeitig dann vorne eben das Blockhaus. Dann musst du halt, dann habe ich nur manchmal das Problem, dass ich schnell noch das Haus bauen muss. Das ist so die Schwierigkeit noch. So, hier, Schatz. Was haben wir hier? Oh, 100 EP. Das ist ein guter Schatz und wieder wird er einfach von Gaius Julius Megas liegen gelassen, weil er wahrscheinlich beim Blockhaus gerade ist. Oh, 100 EP ist schon schön. Auf jeden Fall. Ja, gut, er reißt mit dem Speer das Blockhaus ein, finde ich gut. Dass er schon ein bisschen Schaden macht, aber gut, das waren jetzt 100. Jetzt sollte sich der Speer zurückziehen, weil sonst töten ihn die Siedler. Jo, ich würde sagen, RIP Speer. Genau, okay. Was kommt jetzt vom. Gut, der Russe ist ja noch nicht mal geaged. Und Gaius Julius Megas. Ja, wird halt später agen. Das heißt, jetzt kannst du halt als Russe richtig schönen Druck machen, wenn wir uns die Karte anschauen. Oh, jetzt kommt hier der. Oh, ah, der Außenposten viel zu weit vorne. Für meinen Oh ja. Geschmack. Also lieber Ja, hier, um die Herde noch so, um das Dorfzentrum abzusichern. So, jetzt kommt der ja. Militärwagen. Ja, der wird auch so. Hinter das Dorfzentrum. Bei einem Russen immer hinter das Dorfzentrum, würde ich sagen. Sehe ich eigentlich auch so, ja. Ja, du hast jetzt hier Blockhaus und Stall, Schulizen kommen raus. Und genau, das machen manche Russen auch. Ich muss sagen, ich habe es eine Zeit lang auch gemacht. Ich versuche das jetzt abzuändern. Er baut auch keine Siedler. Also wird jetzt alles in den Russen Rush am Anfang gesetzt, der Killay. Strelitzen, er kann gleich wieder welche bauen. Nochmal eine Masse an. Ja, und er schickt sich auch 13. Er schickt sich jetzt eben 5 Kosaken, dann 13 Strelitzen hinterher. Das macht man gerne so. So, und jetzt kommt eben die Tertio-Formation vom USA-Spieler. Ja, bringt halt jetzt nicht viel, wenn die Strelitzen die rausschießen. Gut gegen die Kaff natürlich, klar. Ja, schalten wir gerade um, bitte, auf den Ami. Ob er sich auch 8 Ja, Staatsmilizen und genau, so. 8 Staatsmilizen. Ja. Na, ist auf jeden Fall auch wichtig. So, der Kosake und die Kosaken versuchen da zu raiden. Wobei die Herde ist gut geschossen auf jeden Fall. Das kann er, denke ich, gut verteidigen. Genau, da gehen jetzt auch die Tertio hin. Ja, schneller, 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 schneller. Ja, und der Kosake zieht sich sofort zurück. Ja. Das hat er gut verteidigt. Aber jetzt kommen hier halt gleich 13 Strelitzen. Und 5 Musketiere nochmal. Ja, 14 Siedler hat der Russe. Einfach mit denen er geaged ist. Der USA-Spieler hat. Oh, muss ein Haus bauen, dringend. Ganz dringend, ja. Das ist jetzt bitter. Ich meine, er hat gerade Nahrung ohne Ende. Ja. Kann keine Armee bauen. Das ist sehr ungünstig. Und Du jetzt kommt eben sagst der es. Russenangriff. Mitten schon einer guten, starken Masse auf jeden Fall, also das wird der Armee nicht abwehren können damit. Ja, er bräuchte mehr Staatsmilitionäre. Die Pikes müssen auch zurückbleiben, dürfen nicht sterben auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt schon eine. Oh ja, da gut zwei draußen. Drei draußen. Schön, aber wie er mit der Kaff sozusagen antäuscht und sich wieder zurückzieht, damit dann die Strelitzen die rausschießen können. Also das macht er gut. Da stirbt es vielleicht noch ein bisschen Kaff, aber die restlichen drei Kosaken können hier die Staatsmilizionäre eigentlich fast alleine weghauen. Und jetzt kommen noch die Musketiere hinterher. Also starker Rush von Killer ja als Russe und er setzt halt alles all in, ne, in den Rush. Keine Siedler, die er baut. Das ist halt das Problem als Russe. Entweder du machst den halt dann sofort fertig, oder du hast halt dann, wenn er es verteidigt, ein Problem, weil du wirtschaftlich zurückliegst. Das ist so Das stimmt, die aber Schwierigkeit.
glaube nicht, dass der Ami hier in der Lage ist, mit einer Kaserne das abzuwehren. Nee, das glaube ich auch nicht. Vor allem mit einer Kaserne, die so offensichtlich, also vor dem Dorfzentrum steht. Ja. Die wird halt jetzt nach dem Außenposten abgerissen. No. Er kann sich nur 5 Berufssoldaten schicken. Gegen die Kosaken Ja, auf das jeden kann Fall er nicht machen, das schlecht, stimmt. um die Staatsmilizen auch zu schützen. Ah, gut, die 5 Staatsmilizen. Die hätte ich jetzt halt einfach nach hinten weggezogen, die Ja, 5 ist ja Staatsmilizen. so. Nicht kämpfen lassen. Kann ich dir nur zustimmen. Die gehen halt jetzt leider drauf, wobei sie trotzdem die Kosaken ziemlich gut down bekommen. Ah, das Dorfzentrum hat. Ja, gut, schießt auch noch drauf, ja. Das Schlimme Yes. ist halt jetzt, du siehst halt jetzt, es kommt schon wieder nichts mehr nach, ne? Wenn er jetzt die Armee nicht direkt gewastet hätte und das ganze Defensive gebaut hätte, dann hätte er das halt noch abwehren können. Also, es ist halt jetzt Ja. mein gut aus meiner Perspektive. Ich bin jetzt, glaube ich, 250 Inno über den oder 200. Ist das halt jetzt, was da jetzt steht? Das kann man halt abwehren, das geht schon. Aber so wie er es halt jetzt gespielt hat, geht das halt nicht. Leider Ja, Gottes, meine aber ich kenne Attacke. das auch selbst, wenn man so voll Ja. im Spiel ist, dass man dann halt nicht die richtigen Timings trifft. Also er hat jetzt auch irgendwie, als er hat jetzt eine kurze Zeit den Bankwagen drin, den hat er jetzt wieder abgebrochen und hat sich jetzt die Minutemen da geholt, die jetzt dann da mehr Wohin? Lebenspunkte haben, aber nicht die Berufssoldaten, okay. Er hätte halt sich 5 Berufssoldaten schicken müssen und hätte dann halt im Endeffekt versuchen müssen, noch irgendwie weiter zurückzugehen hinter das Dorfzentrum, weil jetzt das Dorfzentrum, das ist dann nochmal das, was dann für den Russen so schwer wird, weil er halt dann nur Strelitzen hat. Genau. Aber ja, jetzt so halt dadurch, dass da jetzt auch die Kosaken noch dabei sind, schicken es halt. Grenzbewohner. Ja, Und das die ist Bank. Ja, Upgrade die Bank bringt halt für jetzt die auch nichts, Minute. ne? Er könnte sich immer noch die 5 Berufssoldaten holen, aber jetzt kommt gleich ein Bankwagen raus. Da freut sich der Russe, wenn er den sieht. Und schau mal, die ganzen. Oh Gott, die ganzen Siedler hier, die 2 Couriere. Ja, da ist der Bankwagen. Gut, der wird immerhin da gebaut, okay. Aber die Siedler. Ja, wobei, die können sogar. Schaffen sie Ja, er hat es? halt Glück Nein, gehabt, er dass die stirbt. Army-Siedler im Endeffekt die Resistenz. Fernkampfsachen haben. Ja. Genau. Aber es ist halt auch wieder hier nicht gut gewesen, dass er noch um den Marktplatz zurückläuft, quasi. Hätte er einfach Ja. quasi schnurstracks ins Dorfzentrum laufen müssen, Er dann hat hätte halt er auch auch jetzt keinen auch genommen. keine Kaserne, keinen Stall mehr. Also er kann Ja, gerade gar ja. nichts bauen, obwohl er ein paar Ressourcen übrig hätte. Also Nahrung und Gold bringt ihm jetzt leider gerade gar nichts. Er kann jetzt gleich nochmal die 5 Berufssoldaten schicken, aber jetzt gegen die Masse an Strelitzen wird das auch nicht mehr so viel bringen. Richtig. Ja. Fuck my life, ja. Jo, und damit gewinnt Killay beide Games, ist hier dann doch ordentlich überlegen gegen Gaius Julius Megas. Das kann man dann hier eigentlich eindeutig sehen. Auch die, also selbst die Wirtschaft war dann natürlich besser, weil Gaius Julius Megas nichts sammeln konnte, weil seine Siedler im Dorfzentrum waren, Siedler auch verloren hat. Ja, einfach ein All-in-Russen-Rush hat hier durchaus ausgereicht, um das so zu gewinnen und zu schlagen. Und damit gewinnt Killay hier mal wieder 2 Matches und damit 3 Punkte und wird Stück für Stück in der Tabelle immer sehr weit oben stehen mit seinen Matches, die er bisher so gewonnen hat. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Killay hier ja, weitermachen wird. Und auf jeden Fall auch interessante Map mit den Lamas. Also selbst hier sind noch 2 Lamas übrig. Und auch hier auf der anderen Seite die 2 Lamas, Auch die zum da, Beispiel ja. nicht genutzt wurden, nicht genommen wurden. Aber gut, du musst die Maps kennen. Ja, du spielst Ja, jetzt klar. sehr, sehr viel und kennst die ganzen Maps. Ich hätte das jetzt auch nicht gewusst. Also ich muss mich auch jetzt auch auf jede Map immer wieder neu vorbereiten, auch mit solchen Details. Deswegen ist es ganz gut, dass das hier gecastet wird und auch die Zuschauer lernen dadurch ja was. Ja, klar. So als. Aber würdest du die Lamas dann auch wirklich nur sozusagen für den Notfall in der Hinterhand halten oder würdest du es ausnutzen wollen, auch wenn sie noch nicht die volle Nahrung haben, dass du schneller von denen Nahrung sammeln könntest? Also wenn ich jetzt auf Kanchako spiele, dann laufe ich eigentlich schon immer direkt zu einem See hin, in der Hoffnung, dass mein Gegner irgendwo anders dahin läuft und ich zuerst an dem See bin, damit ich die Lamas bekomme und ich versuche dann auch wirklich die direkt zu essen, damit ich schneller agen kann. Ah, Also okay, du auf jeden willst Fall wirklich damit schneller vorbereiten und agen. ja. Ja, das habe ich jetzt bei Schafen auch schon in Neuengland teilweise gesehen, aber es wurde unterschiedlich gehandhabt. Also manche schicken sie nur ins Dorfzentrum, wollen sie irgendwann in der Hinterhand noch haben und manche haben sie halt direkt genutzt zum Nahrungssammeln, um halt schnell agen zu können. Ja. Aber so, es macht halt hier auf der Map, finde ich jetzt so bei höherer Elo keinen Sinn, jetzt irgendwie
auf einen Stall zu gehen oder sowas, um die Tiere zu mästen, weil dafür gibt es einfach nur 8 Stück und dass du alle 8 bekommst, ist halt, wenn man die Maps dann kennt, halt auch eher unwahrscheinlich, weil Ja. der Weg halt einfach zu weit ist, sag Ja ich mal, gut, und deswegen. sie sammeln ja auch automatisch oder werden ja automatisch fetter, aber das dauert natürlich sehr lange. Also Ja, genau, man könnte sie höchstens so eben. als Backup in der Hinterhand halten, wenn man mal selbst keine Ja. Herden mehr hat und man steht unter Druck, dann könnte man da sammeln. Ja, und wenn du 4 Lamas bekommst, dann ist das halt irgendwie knapp 300 Pfund oder 280 oder 290, dann Ja, je stimmt, ist nachdem. eigentlich nicht schlecht, wenn du die sofort Und absammelst, ja, ne? Ja. eben genau, und das macht halt schon ein bisschen was aus. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, liebe Zuschauer, wir lernen hier auch in den Casts noch ordentlich was. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein weiteres Liga 4-Match. Natürlich gibt es nach wie vor auch ganz viele Matches und Casts zu Liga 1 und 2, wo wir auf jeden Fall ein deutlich höheres Niveau auf jeden Fall sehen. Und nach wie vor auch viele Multiplayer-Games. Kommt gerne auch auf den Age of Empires 3 Discord-Server, Link wie immer in der Videobeschreibung. Auch gerne auf meinen Discord-Server. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Macht's gut, ciao.